Keine Sorge, das ist im Moment nicht noch ein weiteres Putzvideo. Ich möchte mal auf das Thema eingehen, wann wird welche Reinigungsprodukt denn überhaupt verwendet. So ganz einfach ist dieses Thema nicht, denn das ist so eine Art Voodoo-Thema in meinen Augen. Ich versuche das jetzt einfach mal relativ verständlich und einfach rüberzubringen. Seitdem ich meinen YouTube-Kanal hier betreibe, haben mir verschiedene Online-Shops, Hersteller, diverse Produkte zum Testen, Review und Langzeittesten zur Verfügung gestellt. Dafür erstmal ein großes Dankeschön an diese Firmen. Schlehtek, Niebling und Co. Ich kann in keinster Weise jetzt tatsächlich sagen, Leute, benutzt nur noch dieses Produkt, Leute, benutzt nur noch dieses Produkt, dieses Produkt. Jedes Putzmittel oder Reinigungsmittel, Schmiermittel, jedes Reinigungs- und Putzgerät hat seine Vor-, seine Nachteile und sein Einsatzgebiet. Nicht jeder Reinigungsstab wird in jede Waffe reinpassen. Nicht jeder Reinigungsstab wird tatsächlich auch überhaupt verwendbar sein für einen bestimmten Waffentyp. Das heißt, man muss da durchaus in Erwägung ziehen, sich verschiedene Putzgeräte auf Lager zu legen, damit man einfach für seinen eigenen persönlichen Waffenbestand das vorhanden hat, womit er am gescheitesten die Waffe gereinigt bekommt. Bei den Reinigungsmitteln sage ich jetzt mal ganz klar, jeder hat da seine eigenen ganz persönlichen Präferenzen. Der eine verwendet klassisch Ballistol, der andere Brunox. Ich benutze beides. Wobei das Brunox liegt daran, dass ich mal, ich glaube, einen 5-Liter Kanister Gebinde von meiner Frau geschenkt bekommen habe und ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Andere nehmen ganz normal Ballistol, weil es auch vor allem, es riecht nicht ganz so extrem nach Reinigungsmittel. Es ist klassisch, es kann für alles verwendet werden, reinigen, schmieren etc. Ich selber muss ganz ehrlich sagen, bin zum Beispiel, nicht nur weil ich die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen habe, auch von den Schlehtek-Produkten sehr, sehr begeistert. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wann benutze ich denn was? Bin ich zum Beispiel direkt auf dem Schießstand und möchte einfach nur mal nach einer Session die Waffe reinigen? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind hier, sollte man sie immer auf Lager legen, solche Bohrblitze. Die bieten sich dafür relativ gut an. Sie sind kompakt einpackbar, kommen mit ihrer kleinen Tüte dazu, sind damit sauber verstaubar in der Rangebag, in der Tasche. Und man kann ganz schnell, ganz einfach mal den Lauf durchziehen und dann ist er fürs nächste Mal sauber. Tombak, Schmauch und so weiter wurde alles entfernt. Ich kann das auch vorbereitend für die Grundreinigung verwenden, um zum Beispiel schon mal Reinigungsmittel etc. in den Lauf einzubringen, wenn ich zu Hause reinigen will. Sollte man sich also in meinen Augen definitiv mal eins auf Lager legen. Wenn es um die Reinigung des Laufes geht, finde ich persönlich jetzt hier den Schlehtek Bore Cleaner, finde ich eine richtig geile Sache. Ich kann von Kurz- bis Langwaffe die mitgelieferte Sonde einführen und in Richtung Patronenkammer rückführen und während ich das tue, nahtlos den kompletten Lauf innen mit dem Reinigungsmittel Bore Cleaner benetzen. Ich kann es dann 5 oder 10 Minuten einwirken lassen und habe dann eine super Reinigungswirkung, um den Lauf von innen tatsächlich mal sauber zu machen. Ich kann das auch kombinieren, indem ich sage, ich nehme den Bore Cleaner, spruze erstmal den Lauf von innen komplett ein, lasse ihn einwirken und nehme dann zum Beispiel einen Bore-Blitz oder ich nehme auch die Reinigungsbürsten von Niebling und ziehe dann damit die Läufe nochmal durch, damit einfach die für dich bestmögliche Reinigungswirkung erzielt werden kann. Möchte ich jetzt die komplette Waffe sauber machen, weil jetzt sage ich mal, was weiß ich, so zweimal im Jahr, wenn das Ding halt tutto completo mal auseinandergenommen wird, soll sauber gemacht werden und so weiter, dann bietet sich hier tatsächlich auch hier dieser Gun Cleaner von Schlehtek ein. Das ist ein wasserbasierender Reiniger, der also die Waffe auch nicht wirklich angreift, da sind jetzt keine scharfen Mittel mit drin und hat aber eine sehr, sehr gute Reinigungswirkung. Löst sehr, sehr gut Verschmutzung von den einzelnen Teilen ab. Wird es ein bisschen hartnäckiger, dann habe ich immer noch diesen Carbon-Cleaner, um diese starken Verkrustungen, die gerne mal in der Waffe selber entstehen, entfernen zu können. Dafür kann ich dann auch wiederum von Niebling zum Beispiel auch diese kleine Universalbürste mitverwenden, wo ich eine Drahtbürste wie auch eine Nylonbürste habe, um auch solche stärkeren Verschmutzungen entfernen zu können. Möchte ich die Waffe nun schmieren, dann muss man immer gucken, was sagt denn der Hersteller? Wie soll denn laut Werksangaben, Hersteller, die Schmierung denn tatsächlich erfolgen? Manche gehen hin und baden die Kanone teilweise förmlich in Öl, was funktionieren kann, muss aber nicht, ist nicht immer das Richtige. Glock zum Beispiel, ich hatte ja bereits ein Video drüber gemacht,
hat ja dieses 3-2-1-Prinzip. Ein Tropfen im Griffstück, zwei Tropfen auf dem Lauf, drei Tropfen im Schlitten. Ja? So. Und da muss man halt wirklich drauf achten, was gibt der Hersteller vor, um Schäden an der Waffe vor allem zu vermeiden. Auch gegebenenfalls Garantieansprüche nicht verwirken zu lassen, wenn es sich um eine Neuwaffe handelt. Das heißt, da müsst ihr tatsächlich mal, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, die Benutzeranleitung der jeweiligen Waffe mal konsultieren. Vielleicht auch mal eine Rückfrage beim Hersteller machen. Kann schon sehr viel bringen. Möchte ich nun die Waffe schmieren? Wie gesagt, bieten sich zum Beispiel jetzt hier von Schlätek dieses Kleinstgebinde an, was die haben. Das ist ein 5 Milliliter, glaube ich, genau. Nein, Entschuldigung, das ist ein 15 Milliliter sind das, aber sehr, sehr ergiebig. Solange wie, ich habe es jetzt fast ein Jahr, habe schon diverse Waffen damit geschmiert und hält immer noch. Oder eben hier, wer das investieren möchte, auch hier diesen 2-in-1 Gun Tuning mit dem Applikationsstift, mit diesem Dosierstift, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Bietet sich auch wunderbar an, ist versiegelt, kann man also auch einfach in die Rangebag mit reinpacken und gut ist. Das ist ein PTFE-Öl, das ist bei zweimal das gleiche, nur mit unterschiedlichen Applikationsmethoden. Genauso habe ich auch hier in dieser Mollebag von Schlätek, habe ich auch hier das 2-in-1 Gun Tuning als Sprayöl mit Düse. Ihr seht, ihr müsst tatsächlich einfach für euch das finden, was für euch am besten ist. Ich kann euch kein Rezept dafür geben, wann benutze ich welches Mittel, wann benutze ich nach wie viel Schuss welche Reinigungsmethode etc. Die Schmierung einer Waffe kann davon abhängig sein. Habe ich eine Polymerwaffe à la Glock oder habe ich eine Ganzstahlwaffe à la CZ-75, 1911 etc. Ich kann euch nur zeigen, wie ich persönlich das tue, was ich jetzt heute nicht tun werde. Auch sehr angetan bin ich zum Beispiel für Reinigen und Schmieren von dem Pulpo von Niebling, was bei den meisten Sets mit dabei ist. Entweder hier als Träufelflasche oder hier als kleine Sprühflasche. Gibt es auch in größeren Gebinden. Einfach mal bei der Shooters Corner vorbeischauen. Ich poste euch unten in der Videodescription einfach mal die Bezugsquellen, wo ihr Niebling-Produkte, Schlätek-Produkte direkt beziehen könnt. Tut mir bitte den Gefallen, wenn ihr dort etwas bestellt, erwähnt, dass ihr das über meinen Videokanal gemacht habt, damit die auch wissen, dass das, was die, sag ich mal, für diese Videos investiert haben, sich auch tatsächlich gelohnt hat, dass es da ein kleines Feedback gibt. Und nein, ich habe dann nicht immer Vorteile davon. Denn ich mache diese Videos hier nicht, weil ich Geld damit verdienen will. Ich mache sie, um euch ein bisschen zu helfen, Entscheidungen treffen zu können, welche Produkte sollte man sich kaufen, wie macht man was, etc. Das ist mein Fokus mit meinen Videos. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, ich möchte wesentlich mehr in diesen Bereich Review reingehen, denn der Markt an Zubehör, Reinigungsgerät, Reinigungsmittel ist so groß, dass man eigentlich irgendwann mal tatsächlich den Überblick verloren hat. Und wenn ihr Fragen habt, wie gehabt, hey, unten kommentiert. Ich antworte in der Regel immer.